erzähl mal gleich, Fehlgriff, wie konnte ich bloß auf dich reinfallen? Ey, du hast seit Anfang an mich belogen. Vergiss es, ich bin dir treu gewesen. Und ja, komm, beweis es mir. Er meinte es nicht so mit der Treue haben zu müssen. Angeblich hätte sie ihm geschrieben, dass sie schwanger für ihn wäre. Du hast dein Kind seelisch misshandelt. Ha! Der ist schon seelisch. Ey, was seid ihr? Ey! Nee, ich glaube, er war so blöd. Wegen ihr? Was, wegen ihr? Nee? Bist du wohl Oma jetzt im Asylantenheim? Wegen ihr? Wir werden uns heute mit dem Thema befassen, Fehlgriff, wie konnte ich bloß auf dich reinfallen. Und mein erster Gast heute ist der Manuel. Und Manuel, ich freue mich erstmal, dass du da bist, Manuel. Du hast heute eine Sache, die du gerne klären möchtest, und zwar, ob Devin Oliver dein Sohn ist. Weil ich habe eine Ahnung, dass sie mir in eine Beziehung fremdgegangen ist. Wenn du sagst, sie dir, dann meinst du Lucy? Genau. Deine inzwischen Ex. Ex-Freundin. Genau. Seit wann seid ihr getrennt? Seit vorige Woche. Warum? Weil sie mich abends mit der Polizei abholen lassen hat, mit Handschellen, alle drum und dran. Ja. Warum? Weil ich angeblich randaliert haben sollte. Davon habe ich eigentlich gar keine Ahnung von. Was heißt eigentlich gar keine Ahnung? Hast du randaliert oder nicht? Nee. Hat es Streit gegeben? Sie hat Streit gemacht. Aha. Wie, und sie hat Streit angefangen und du saßt da und bist ruhig geblieben, oder? Na, ich war den Tag bei einem Kumpel von mir. Ja. Und ich habe ihm dann mit ihm ein Bierchen getrunken und sowas. Aha. So, dann kam ein Anruf von ihr, ja, die Polizei ist da. Ich sollte rüberkommen. Okay. So, bin ich rübergegangen, ganz normal. Und dann fing die Polizei gleich an, hier handgreiflich zu werden und sowas. Dir gegenüber? Ja, mir gegenüber. Also Fakt ist, sie hat die Polizei gerufen, hat denen erzählt, passt auf, mein Mann zu Hause randaliert, ihr müsst ihn hier abholen. So, genau. Das war der Tenor des Ganzen. Ne? Genau. Und du sagst, im Grunde hat sie das gemacht, weil sie dir einen auswischen wollte. Na, zu mir hat sie gesagt, jetzt hat sie ihr Kind, jetzt braucht sie mich nicht mehr. Das heißt, sie wollte dich loswerden. Genau. Aber ich meine, wieso das? Ich meine, ihr wart 1,25 Jahre, glaube ich, zusammen. Ja. Ja, und aus heiterem Himmel will sie dich loswerden, dann muss ja irgendwas passiert sein. Irgendwas ich sag mal, sie selber ist ja eigentlich zufrieden gewesen. Seitdem wir da wohnen, durch ihre Mutter, ist jetzt die Beziehung alles im Eimer gegangen. Das heißt, du gibst nicht Lucy die Schuld am Scheitern eurer Beziehung, sondern schlussendlich der Silvia, ihrer Mama. Genau. Warum? Weil sie sich seit Anfang an mit eingemischt hat. Aha, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Inwiefern hat sich Silvia eingemischt? Seit Anfang an, ich sag mal, in allen, ist egal bei was. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, du hast dir gar nichts zu Schulden kommen lassen, nee. Lucy auch nicht, sondern nur Silvia war diejenige, die da immer so böses... Genau. Ich sag mal, ich hab hier in Hamburg Arbeit gehabt und alles, ich war bloß Wochenende zu Hause. Ja. So, weil, weiß ich nicht, ihr Schwager, der Benny, der wohnt da auch, den habe ich mitgenommen nach Hamburg arbeiten alles. So, und wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, habe ich gleich immer Stress gekriegt. Weil ich nur angeblich saufen tue. Ach du Schreck. Ja? Hallo? Du lügst nur Scheiße hier umher. Ich hab die Polizei gerufen. Ja? Warum? Du lügst dir sonst Scheiße umher. Ja. Silvia, guten Tag. Mit dir hab ich noch gar nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich erst Lucy holen, aber jetzt bist du da. Stell dich hin. Stell den Lügendetektor. Du lügst. Du. Du hast Lucy geschubst und das alles ja, angetan. Klar. Okay, Silvia, stell dich mal bitte. Darum haben die ja die Polizei gerufen. Ja, komm. Silvia, und mein Auto hast du kaputt gemacht. Ja. Okay, Silvia, nimm mal. Was in Garz überhaupt los ist. Ja, das alles wegen deine Sache. Ja, immer wegen mir. Du warst noch selber nicht besser gewesen. Silvia, wie schon gesagt, ursprünglich wollte ich eigentlich erst Lucy reinholen, aber nun habe ich gemerkt, du bist offensichtlich nicht zu halten gewesen. Weil der dir was umherlügt, was dir nicht gibt. Er sagt, du hättest dich von Anfang an eingemischt. Gar nicht, ich habe mich von Anfang an eingemischt. Ich habe mich von Anfang an natürlich. Lüg nicht so.
Du hast seit Anfang an dich mit eingemischt. Bist du größter Lügner, was die tippt? Ja? Was? Ja. Mach Silvia, du mal einen Lügendetektor-Test. Silvia, eine Frage. Was hat Manuel denn für Fehler in deinen Augen in der Beziehung gemacht? Ja, zum Anfang habe ich ihn ganz okay gefunden. Aber der hat sich dann jedes Wochenende, wenn er von Hamburg gekommen ist, hat er nur gesoffen. Na klar, komm her. In der Schwangerschaft hast du dir auch nicht um Lucy gekümmert. Nein, da war ich auf Arbeiten, ne? Da warst du nie arbeiten. Nee, ich hab dich auch links liegen gelassen immer, ne? Da hast du, ich bin zum Arsch und alles gefahren mit dir. Du bist doch wohl bekloppt. Na, du bist bekloppt. Manuel, das heißt, du warst bei der Arbeit, während sie also gar schwanger nicht, da war oder? Nicht. Da war noch gar nicht. Erst ab August. Nee, hab, und da war der Kleine schon längst. Was? Der Kleine war schon in August. Wo ich mit Lucy zusammengekommen bin, da war ich arbeiten noch. Ja, aber so, und dann wurde ich arbeitslos, da trotzdem bin ich extra nach Garte gezogen wegen ihr. Wegen ihr? Ja. Ja, hat die Wohnung gemacht und alles. Was hast du da? Das meiste Geld habe ich drin gesteckt. Ja, komm, hör auf zu lügen. Ich habe die Miete bezahlt und alles. Ja, komm, hör auf zu lügen. Ist aber so frachlau. Silvia, ja. Eine Frage. Wie ist denn dein Verhältnis zu Manuel gewesen die ganze Zeit? Zum Anfang ganz gut, aber der hat immer mehr und der hat immer rum hier damit. Der Kind ist nicht meins und alles sowas. Und da habe ich zu ihm gesagt, sei dir ja, nicht weil sicher. Ich hinhauen kann. Das ist aber so. Wie kommt wenn der wirklich so am ersten Mal geklappt hat. Moment, ich will, kann nicht hinhauen. Wenn Robin ist, kann, wenn ist der, negativ, der Vaterschaftstest negativ ausgefallen ist. Also, und du so, sie hat Moment, schon Moment, eine Moment. Und da sind wir jetzt mal im wesentlichen Punkt. Denn deine Freundin, oder ich sag mal inzwischen Ex-Freundin Lucy, ist ja sogar noch verheiratet mit ihrem. Genau. Also ja. Noch der Ehemann. Ex-Mann. Ja. Die sind aber noch nicht geschieden, oder? Sind die, ist noch nie geschieden. Die sind getrennt, aber noch nicht geschieden. Das heißt, ihr noch Ehemann. Ja. So, und eben sagtest du, mit dem wurde auch ein Vaterschaftstest. Ja, da wurde von Gericht ausgemacht. Und da wurde negativ. Das heißt, der noch Ehemann von deiner Tochter ist definitiv nicht der Papa dieses Jungens, ja? Ja. Nun, das heißt aber. Wurde so festgestellt. Aber das heißt, Silvia, dass Lucy das ja theoretisch in Erwägung gezogen hat, dass es doch einen anderen Papa hätte geben können als Manuel. Genau. Ja, nur Robin, nur ihr Ehemann. Ja, aber das heißt, sie ist zweigleisig gefahren. Nein, ist sie nicht. Sie kann auch dreigleisig gefahren sein. Vielleicht bist du, wenn sie mal bei mir war oder was? Na, warten. Hier ist die fremde Young. Nö. Ja, aber Moment. Du bist selber gesagt, nicht besser. Und was habe ich gesagt im Krankenhaus? Weil ich gesagt, pass auf, wenn das nicht deiner ist. Weil alle gesagt haben, das kann auch von der Rechnung kann ich gar nicht hinhauen. Manuel, warum was nicht? Heißt denn, du bist selber Lucy nicht hat besser? Hat am 24.09. Du, letztes Mal ihre Regeln. Ich habe zwei Kinder selber und ich kenne mir damit ein bisschen aus, ja? Und nach dieser Rechnung kommt der Team. Ach. Silvia, Sekunde mal. Manuel, wenn du sagst, Silvia sei gar nicht besser als ihre Tochter Lucy, was genau meinst du damit? Was das heißen soll? Ich kenne ein paar Leute, wo sie da wohnt. Ja? Die haben mir ganz schön viel erzählt. Was denn? Auf Arbeit und alles. Warte, ich bin nicht fremd, die Young oder sowas. Nee? Nee, bin ich auch nicht. Na, frag mal deine Leute in Garz. Ja, dann weißt du, was da rum erzählt wird, ja? Ich bin nicht fremd, die Young. Nee? Trampel. Na, selber Trampel. Trampel? Das ist doch so. Selber Vogelscheuche. Ja, lügt was umher. Und die Anzeige, Leute. Pass mal auf, wenn das wirklich mein Sohn ist, dann würde ich lange bei euch bleiben. Das ist mit dem Jugendamt schon abgemacht. Kannst du vergessen, sie kann mir gar nichts machen. Nein, die können doch. Warten. Du hast das Kind seelisch misshandelt. Ha! Der ist schon seelisch misshandelt. Ey, was hast du denn rum erzählt? Silvia, ich misshandle meine Kinder. Mann, du bist doch bekloppt. Was Jungi sagt zu dir hat. Okay, du hast aber da muss man Angst haben, damit der Kindseele schon angegriffen wird. Und das spätestens, also irgendwie ist es einerseits ganz komisch, euch zuzuhören, weil ihr euch mit so seltsamen Begriffen wie Trampel und Vogelscheuche beschimpft. Das hat er doch zu mir gesagt. Ja, okay. Mit Füße treten hat er mir und alles sowas. Ja, so, pass auf. Ich so. Hör mir doch mal zu. Silvia, jetzt komm mal runter und das Gleiche gilt für dich. Und dann hören wir. Geh mal in Therapie, dann gehst du mal hin, da hörst du hin. Eine Sekunde, dieses Gespräch hört in 10 Sekunden auf, es sei denn, lasst mich jetzt in Ruhe weiterreden. Okay, Tür, verstanden? Die Türen waren nicht verstanden? 10 Sekunden, ansonsten höre ich auf zu reden mit euch. Gut. Es ist einfach so, ich verstehe, dass ihr irgendwie sauer seid, weil ihr irgendwie einen Interessenkonflikt habt, offensichtlich. Aber es wurden jetzt so im Streit gerade so ein paar verschiedene Aspekte hier betont. Ja. Erstens, du kannst dich gleich äußern dazu. Ich will es nur erst nochmal aufzählen, mein Gott. Du sagtest seelische Grausamkeit dem Kind gegenüber. Ja. Warum? An den Tag mit in eine Tür getreten, der Kleine hat losgeschrien. Der hat so eine Angst, wenn einer an eine Tür klingelt, wenn ein Telefon geht. Was dann? Laute Musik bis dort hinaus und alles sowas. Nun gut, aber laute Musik ist sicherlich... Schwiegersohn. Der ist nicht so. Nein. Du kannst dich gleich erklären. Ich habe erst alles bevorzugt. Silvia, laute Musik ist ja nicht seelische Grausamkeit. Das ist unpassend und das ist für das Gehör eines Kindes nicht gut. Aber damit unterstellt man ja jemandem nicht automatisch, dass er seelisch grausam ist. Ja, der Kleine hat sogar Angst vor Männern jetzt. Verstehe. Wie ist es mit deiner Tochter? Wie redet die heute über Manuel? Was sagt die? Die will mit ihm nichts zu tun haben. Die hat ihm über alles geliebt. Aber der seitdem, das vor 4 Wochen war, seine Aggressivität an uns. Und was war vor 4 Wochen?
Da hat auch die Tür angetreten, okay, und alles sowas. Ist er oft... Du hast in meine Tür getreten. Hat er oft randaliert? Ja. Hat er dich gegenüber schon mal... Ja, ist er dir gegenüber... Schutz. Und dann vor der Polizei wollte er mich ein paar knallen. Okay, ja, verstehe. So, Lüge. Pass mal auf, ist so, ist die Lüge. Okay, wir machen es anders. Ich hole jetzt noch jemanden dazu in der Hoffnung, dass es nicht ganz so ein Geschrei gibt. Und das ist natürlich die Lucy. Herzlich willkommen. Schließ deinen Lügendetektor an. Mach du mal den Kopf zu. Ey, du hast seit Anfang an mich belogen. Vergiss es, ich bin dir treu gewesen. Und ja, komm, beweis es mir. Hm? Ja. Ist so. Wird ja wohl wissen, mit wem ich im Bett war und mit wem nicht. Aber Lucy, ja, dann frage ich mich, wieso musst du dann mit deinem Noch-Ehemann, mit dem du ja aber schon nicht mehr zusammen warst, trotzdem ein Vaterschaftstest gemacht werden? Naja, weil er zur Zeit auch noch in Frage kam. Das heißt, du bist zweigleisig damals gefahren? Nein, nee, ich war sofort wieder mit ihm auseinander. Aber den Arm warst du da mir das und mal. Den... Ne? Ich würde gerne mal die Reihenfolge verstehen. Das heißt, du warst wann warst du da? Die ist mit dir am 28.09. zusammengekommen. Silvia, ich würde gerne mit deiner Tochter jetzt reden. Also reiß dich mal kurz zusammen. Ich würde gerne mal die Reihenfolge verstehen. Du warst mit deinem Ehemann zusammen. Hast mit dem Sex gehabt. Ja, ist aber schon sehr lange her. Also trotzdem, ich möchte wissen, warum du einen Vaterschaftstest mit dem noch gemacht hast. Dann bist du mit Manuel zusammengekommen. Nee, der ist ja von Amts hier. Ja, weil ich dachte, dass das mein Ehemann gewesen wäre, weil er ihm zum Teil ähnlich sieht. Ja, das heißt aber, du musst doch mit beiden zum Zeugungszeitpunkt Sex gehabt haben. Nein, eben nicht. Hä? Ich bitte dich. Also, ich weiß, dass Anfang September das letzte Mal mein Ehemann war. Und wann hast du das erste Mal mit Manuel? Am 6. Oktober. Und das war bei uns. Und das war bei meinen Eltern. Wann September war das letzte Mal mit deinem Mann? Anfang September, zum ersten rum. Und Anfang Oktober, also einen Monat später, ja, war das erste Mal? Genau. Okay, also 4 Wochen Unterschied. Du meinst, also für dich ist im Grunde dann klar, dass es Manuel ist. Du ja, dagegen? Bleibt ja bloß noch er übrig. Ein anderer kann das nicht sein. Ja, Manuel vermutet, es könnte ein Dritter in Frage kommen. Ja. Hast du jemanden Konkretes in Verdacht? Nee. Aha. Na siehst du, da kannst du nicht so mal behaupten, wenn sie nur bei uns ist. Ich war die ganze Zeit oben in Hamburg arbeiten. Na, vielleicht warst du für Reeperbahn, aber Lucy war bei uns. Ich nehme Benny mit, ich nehme meine Arbeitskollegen mit und die auf die... Benny wird dir genau das Gleiche bestätigen, dass ich definitiv die ganze Zeit treu war. Und du bist Lucky. Silvia, darf ich dich mal was fragen? Weil du, ich weiß, dass auch du so eine gewisse Unsicherheit hattest, was die Rechnung der Schwangerschaft angeht. Ja, wir waren ja voller Meinung, Robin kommt in Frage. Der Robin, dein Mann. Ja. Ja. Okay, das heißt also, die Schwangerschaft, ihr habt das ja mal ausgerechnet. Und ich glaube, der Kleine ist ja termingerecht auf die Welt gekommen, oder? Nee, war am 30.06. sollte. Aber da haben sie gesagt, ist aber nur durch den Kaiserschnitt am 16. Weil sie schon wenig. Und der war aber voller Reif. Okay. Gar keine Käseschmiere, war ja beim Kaiserschnitt bei und alles. Okay, verstehe. Also rein theoretisch denkst du, hätte es eigentlich ihr nochmal sein müssen? Ja. Silvia, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, würdest du deiner Tochter zutrauen, dass es vielleicht doch noch einen anderen Nein, Mann gegeben hat? Nein, die war nur bei Nein, uns. Das weiß die ganze, ich. Ganze Zeit. Mhm. Jetzt, was mich wundert, Manuel, oder andersrum, eine Frage, die ich mir stelle, Manuel. Wie sieht es denn eigentlich gefühlsmäßig aus für Lucy? Ist er noch? Ich hänge an ihr noch, genauso wie an den Kleinen. Was hast du denn mit den Kleinen gemacht? Tja, als kalten Tee und sowas geben wollen? Ja, kommt, hört auf, mich anzulügen. So. Du hast wolltest ein Eis kalten Tee. Ich habe selber 2 Kinder. Ja, das sieht man. Was? Da habe ich mich meist in den Ferien und darum gekümmert. Hab Hallo? Da geübt und alles. Und zu essen. Wer wollte das machen? Du? Na, hast du dich darum gekümmert um deine Kinder? Du hast halt mir alles weggenommen. Ich hab dir alles weggenommen, jo. Ja. Lüge die so. Ja, Den Mann, sich doch hinsetzen soll. Manuel, was ich. Ey, du, wenn dein Mann hier wäre, der hätte dir auch noch ganz andere Geschichten erzählt. Der ist aber nicht da, Manuel und Silvia. Deswegen wollen wir da nicht drüber sprechen. Du erzählst Manuel, so eine aber Scheiße. Du sagst, du vermisst nicht nur dein Kind, du vermisst also im Grunde auch die Lucy immer noch. Ja. Bist du denn noch verliebt in Lucy? Ja. Merkt man nämlich gar nicht so wahnsinnig doll. Nee, jetzt nicht mehr. Weil, sorry. Durch die hat sie die Wohnung verloren und alles. Hallo? Ist so. Wegen ihr. Was, wegen ihr? Nee. Wisst ihr, wo ich wohne jetzt? Im Asylantenheim. Wegen ihr. Ja, wegen ihr, ja. Weil sie einfach die Wohnung gekündigt hat. Wegen ihr. Nee, nee, lauert sie uns gekündigt. Kannst du vergessen, du warst selber persönlich unten. Was sagst du denn dazu, wenn du die gekündigt? Hat deiner Mutter mal mitgekündigt? Was sagst du denn dazu, wenn du hörst, dass Manuel selber sagt, eigentlich sind die Gefühle für dich auch immer noch da gewesen. Nur jetzt gerade ist er nicht so grün mit dir, aber eigentlich vermisst er dich. Tja, ich ihn aber nicht mehr. Meine Gefühle sind weg. Das ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Nee. Meine Gefühle sind da. Meine Gefühle sind weg. Okay. Das so, hat ich vor knapp 5 Wochen auch schon mal gesagt, dass die Gefühle weg waren und auch nicht mehr wiedergekommen sind.
Na gut, wisst ihr was, wir machen es mal anders. Denn ein Punkt, den es ja heute zu klären gilt, ist ja die Frage, ob Devin Oliver dein Kind ist oder nicht. Weil es gab diese Zweifel, selbst du hast sie gehabt. Ja, es wurde ausgeschlossen, dass es dein Noch-Ehemann ist. Das heißt aber, Devin Oliver ist entstanden noch im Rahmen der Ehe. Genau. Ja. Das heißt, rechtlich gesehen ist in jedem Fall dein Noch-Ehemann der Vater. Aber wer ist sein biologischer Erzeuger? Das ist natürlich die weitere Frage, die wir klären wollen. Und das haben wir geklärt. Und zwar... Hier, das ist das Ergebnis. Getestet wurden Manuel und Devin Oliver. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge... Du gehst ja nicht davon aus, dass es dein Kind ist, ne? Nee. Und du sagst, es gibt keinen Dritten? Nein, definitiv. Bist du ganz sicher? Ja. Okay, die Berechnung liegt bei 99,993% und gilt als erwiesen. Devin Oliver ist dein Kind. Und ich möchte damit du Lügendetektor machst. Warum? Ecke. Du machst Lügen und Lucy auch. Dann machst du alle wieder. Wann denn? Und Lucy wird sicher rauskommen, aber du lügst, wie du den Mund aufmachst. Ja? Die Frage ist doch jetzt, also ich meine, wie geht's weiter? Ihr habt dieses gemeinsame Kind, ihr habt eine Verantwortung für dieses Kind. Wir haben das schon mit dem Jugendamt abgemacht. Ich laufe jetzt zur Zeit alles über meine Anwältin. Das ist jetzt gerichtlich schon entschieden, auch mit Jugendamt. Ja, beim Jugendamt in Bochum. Lasst ihr ihn jetzt, Silvia, lässt du ihn jetzt auch mal ausreden? Ja, ja. Das ist wirklich sehr anstrengend. Weil, das kann nicht sein. 5 Erwachsene plus Kind in einer Vierraumwohnung. Wie viel? Plus 4 Katzen, 2 Hunde. Wie viel? Nein, nicht wie viel. Wie viel? Weil du sie loswerden willst. Wer will loswerden? Deine jüngste Tochter. Die will gar nicht loswerden. Nein. Will ich gehen. Die willst du ja bloß behalten. Aber gut. Ja, du spinnst doch. Ja, nicht hier. Jackie ist in Internat. Manuel, also das heißt, du willst, habe ich das richtig verstanden, dafür sorgen, dass der Devin Oliver zu dir kommt, oder wie? Ja. Da kriegst du gar nicht. Du kriegst das Sorgerecht. Sorgerecht. Nicht. Hm? Du willst das Sorgerecht beantragen. Kriegst er nicht. Hab ich auch schon. Kriegst er nicht. Hast du schon beantragt? Ja. Okay, also dann würde ich sagen, das ist natürlich eine Sache, wo sich jetzt die Gerichte drum kümmern müssen. Und an der Stelle klicke ich mich auch raus. Mit Jugendamt abmachen. Ja? Wisst ihr was, aber eine Sache ist ja sonnenklar. Ne? Wenn dieses Kind in diese Art und Weise zwischen euch gerät, ja, dann kann ich nur sagen, das kriegt einen Schaden. Ist mir jetzt eigentlich egal. Weil ihr seid schon nicht, von ihm. Ihr seid von mir? Nicht ja, mit deiner Tür getreten. Warten, pass mal auf. Bei euch zu Hause geht immer so. Das kannst du fresse auf, fresse zu. Bei uns ist alles ruhig jetzt. Soll ich mal sagen, wie das bei mir jetzt geht? Du gehst da raus, ich kann es nicht mehr hören und ihr geht da raus. Tschüss.